Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt von mir. Nach diesem langen Intro kann ich endlich mal reden. Ja, wie ihr sehen könnt, ist es Mario Party, und zwar der allererste Teil. Wie ihr sehen könnt, 1998 erschienen von Nintendo. Ja, mit geiler Musik. Und ja, ich würde sagen, da ich ja Donkey Kong 64 erstmal pausiert habe, nee, wir wollen es nicht nochmal sehen. Nee. Ja, nachdem ich Donkey Kong 64 pausiert habe, wollte ich mal Mario Party aufnehmen, weil darauf hatte ich irgendwie Bock gehabt. Und besonders auf Mario Party 1. Denn ich habe das Spiel zwar selber auch so, aber trotzdem spiele ich es lieber auf dem Emulator, weil ich den ersten Teil nur auf einer fremden Sprache habe. Das heißt, es gibt's nicht auf Deutsch, und ja, ich brauche ein bisschen Deutsch, ja. Und deswegen habe ich mir, oder deswegen spiele ich über Emulator, weil ja, ich bin irgendwie, weiß nicht, es war auch gar nicht wirklich Englisch gewesen, was da war für eine Sprachausgabe, sondern irgendeine andere Sprache gewesen, ja nicht. Na egal. Hallo, ich bin Toad. Ich führe dich durch Toad City. Wähle mit dem Zeiger den Ort, zu dem du gehen möchtest. Das ist eine Warp-Röhre, das Tor zum Abenteuer. Okay, ja, jetzt können wir uns aussuchen, diese ist die Citibank. Gehen wir da einfach mal rein. Ja, den ersten Part gehe ich ganz gelassen an und guck mir mal alles hier so an, denn ich habe es auch schon ewig nicht mehr gespielt. Ich glaube seit 3 Jahren oder so. Du kannst Gegenstände bei mir lagern oder abholen. Ich gebe dir Auskunft über deine Sterne und Münzen. Also gibt's hier noch nichts. Münzbox. Ach so. Ja, genau. Willst du mich verlassen? Ja, will ich. Ich mag sie nicht. So, was gibt's noch? Ein Shop. Toad City Laden. Okay, ich glaube nicht, dass wir uns irgendwas leisten können. Dieses Floß bringt sich so ein Minispielinsel. Okay. Das ist Minispielhaus. Optionshaus. Naja, da müssen wir nicht gucken. Ich möchte gerne. Ich glaube, ich spiele hier alle Welten, die es gibt. Ich versuche es jedenfalls. Das möchte ich so tun, die Spielregeln lesen. Ja, lesen wir doch erstmal die Spielregeln. Warum denn nicht? Kann man ja machen. Ich glaube zwar nicht, dass es irgendein von euch interessiert, aber es ist mir egal. Mich interessiert es, denn wie gesagt, ich habe es noch nie wirklich durchlesen können. Da es auf einer fremden Sprache bisher nur gab hier in diesem Spiel. Und ja. Na egal. Hallo alle zusammen. Ihr seid auf dem Weg zu einem großen Abenteuer. Bevor es losgeht, erkläre ich noch einmal kurz das Ziel des Spiels. Okay, das Ziel des Spiels ist es, zu einem großen Superhelden zu werden. Dazu müsst ihr jede Menge Sterne auf den Spielbrettern einsammeln. Ich erkläre gleich auf dem Spielfeld die Regeln und den Ablauf des Spiels. Also, auf geht's zum Spielbrett. Yay! Nein, tu es nicht, du darfst nicht fallen. Okay, und schon sind wir da. Ja, das allererste Mario Party, eigentlich ziemlich geil, nur gab's da damals noch nicht so viel. Also wenn man sich, weiß ich, Mario Party 7 anguckt, dann ist das schon ein gewaltiger Unterschied. Wir kommen zum Brettspiel. Achso, vorher muss ich noch sagen, ich will auch Mario Party 2 und 3 Let's Playen. Und auch in chronologischer Reihenfolge, natürlich. Und ja, besonders freue ich mich auf den dritten Teil, denn das ist, ich weiß nicht warum, aber es ist mein absolutes Lieblings Mario Party von allen 9, die es bisher gibt. Ja, warum, das weiß ich selber nicht. Na egal, lesen wir mal. Willkommen zum Spielbrett. Das hier ist das Spielbrett. Ich werde nun den Ablauf erklären. Let's go, Geronimo! Okay, zuerst legen wir die Startreihenfolge fest. Springt unter einem Würfelblock. Okay, ja, achso, geht noch weiter. Die höchste Zahl beginnt. Der Spieler mit der niedrigsten Zahl zieht als letzter. Drück den A-Knopf, um den Würfelblock anzuhalten. Meine Güte. Okay,
Okay, achso, ja, stimmt ja, wir können hier nichts machen. Das ist ja nur Regelerklärung, wir spielen hier gar nicht, wir lesen uns im Prinzip nur alles durch. Die Reihenfolge steht: Erster ist Mario. Wuhu, it's me, Mario. Zweiter ist Luigi. Ah, dritter ist Peach. Oh mein Gott, warum nur? Vierter ist Yoshi. Ja, der Arme, ja, muss als Letzter starten. Manchmal hat das seine Vorteile, Letzter zu starten. Ich weiß nur nicht, ob das im ersten Teil auch schon so war, aber in den späteren Teilen wurde es sehr zum Vorteil. Finde ich, also ist immer Ansichtssache. Danach startet das Spiel. Lass uns also anfangen. Mario startet und er würfelt eine epische Zahl, und zwar die 1. Wow. Die auf dem Würfel angezeigte Anzahl der Felder wird gelaufen. Okay. Mein Gott, blau, was ist das nur? Dies ist ein blaues Feld. Ihr bekommt darauf 3 Münzen. Yeah. Oh Mann, das bleibt spannend hier. Wie gesagt, alles nur Erklärung. Oh, rein rotes Feld. Dies ist ein rotes Feld. Ihr verliert darauf 3 Münzen. Oh, der Arme. Oh, eine 6. Mein Gott, was wird sie damit erreichen? Oh, ein Stern, was ist das denn? Auf diesem Minispielfeld wird ein Spielergewinnspiel gestartet. Ja, Gewinnspiel, ja. Also da könnt ihr, was weiß ich, wie viele Millionen Euro so gewinnen. Nein, natürlich nicht. Es ist ein Minispiel. In den Minispielen könnt ihr Münzen gewinnen. Cool. Yoshi startet. Dies ist ein Fragezeichenfeld. Eine ganze Menge Ereignisse treten auf diesem Feld ein. Abhängig vom Spielbrett passieren verschiedenste Dinge. Lasst euch überraschen. Was passiert jetzt dann? Nachdem alle Spieler gezogen haben, endet die Runde und ein Minispiel beginnt. Ja, aber das können wir leider nicht alle. Okay, es geht weiter. Oh nein, er wird nach rechts gehen. Ein Ausrufezeichen. Nein, das Bowser. Und natürlich im Super Mario 64 Design, der Bowser. Ah ja. Dies ist das Ausrufefeld. Ausrufezeichenfeld. Wenn ihr hier landet, beginnt ein Glücksspiel. Das Glücksspiel ist ein Spiel, in dem ihr 3 Blöcke sortiert werden müssen. In dem 3 Blöcke sortiert werden müssen. Genau. Je nachdem, wie gut ihr seid. Ich kann nicht mehr lesen. Je nachdem, wie gut ihr sie sortiert, werden den anderen Sternen oder Münzen gestohlen. Okay. Verstehe ich bisher alles? Ich komme noch mit. Keine Sorge. Ich hoffe, ihr kommt auch noch mit. Wenn nicht, ich kann es ja nochmal alles erklären. Wollt ihr bestimmt nicht. Oder wir lassen dieses Video oder dieses Tutorial noch einmal abspielen. Natürlich. Dies ist das Bowser-Feld. Wenn ihr auf dieses Feld kommt, erscheint Bowser. Nein! Bowser, deine Visage kann ich nicht sehen. Oh doch. Bowser ist eigentlich einer meiner Lieblingscharaktere. Und das von meiner Heizung, falls ihr das gehört haben solltet. Ja, sie kann sprechen. Dies ist das Pilzfeld. Wenn ihr auf dieses Feld kommt, erscheint ein Block. Okay. Ach so, da bekommt man... Ah ja, ich erinnere mich. Erscheint der Pilz, so dürft ihr noch einmal würfeln und weiterziehen. Mein Gott. Erscheint jedoch der Giftpilz, dann müsst ihr die nächste Runde aussetzen. Nein, das darf nicht sein. Und witzig ist auch, dass nur derjenige, der dran ist, Normalgröße hat, die anderen sind geschrumpft und stehen nur gerade. Ja. Cool, ne? Na egal. Soweit so gut. Kommen wir zu dem Minispiel. Wenn alle Spieler gezogen haben, endet die Runde und ein Minispiel beginnt. Oh yeah. Fragezeichen. Dies sind die Spielertafeln. Sie verändern sich nach den Feldern, auf denen ihr landet. Ja, cool. Die Spieler werden hier in die Gruppen Blau und Rot eingeteilt. Oh, Teamspiel, denke ich mal. Auf einem Fragezeichenfeld bekommt jeder Spieler automatisch eine der beiden Farben zugeteilt. Ah ja, okay. Wird allen Spielern dieselbe Farbe zugewiesen, beginnt ein 4-Spieler-Minispiel. Sind die 2 Spieler rot oder blau, werden anhand der Farben Teams gebildet. Das blaue Team tritt dann im Wettkampf gegen das rote Team an. Sind die Tafeln in blaue und rote geteilt, wird
ein 2 vs 2 Minispiel ausgetragen. Ausgetragen. Bei einer blauen und drei roten Tafeln oder bei einer roten und drei blauen Tafeln wird ein 1 vs 3 Minispiel gestartet. Kommen wir nun zur Auswahl der Minispiele. Das jeweilige Minispiel wird zufällig aus den verfügbaren ausgewählt. Okay. Blumige Münzdusche, Chaos Bowling und Kirmeskran. Oh, Kirmeskran, ich erinnere mich. Grauenvoll. Ah, grauenvoll. Nein, okay, Chaos Bowling ist, glaube ich, eine coole Sache. Gewinnt ihr, erhält ihr Münzen oder könnt anderen Spielern Münzen stehlen. Was? Okay, daran kann ich mich nicht mehr erinnern. Cool, wusste ich gar nicht. Okay. Gebt in den Minispielen euer Bestes und sammelt so viele Münzen wie möglich. Und Sterne sollte man natürlich auch sammeln. Achso, nee, im Minispielen geht ja nicht. Ja, okay, ich verstehe schon. Ich nehme alles zurück. Sowas hätten wir nun. Nee, sowas hätten wir. Nun komme ich zu den Charakteren auf dem Spielfeld. Mehrere Figuren treiben sich auf den Spielbrettern rum. Ihr könnt mit ihnen reden, wenn ihr sie passiert. Oh, die sind sozial. Gegen ein Entgelt in Form von Münzen helfen sie euch auf unterschiedlichste Weise. Natürlich in bester Super Mario 64 Manier. Ich, Toad, habe viele Sterne, die ich euch für je 20 Münzen gern verkaufe. Buhu stiehlt für euch Sterne und Münzen von den Minispielern. Oh yeah. Einen Stern zu stehlen kostet 50 Münzen. Viel zu teuer. Koopa ist auf den Spielbrettern euer Führer. Okay. Er ist also unser Führer. Ich sag dazu nichts. Da wäre mir beinahe was rausgerutscht. Wenn ihr ihn trifft, gibt er euch 10 Münzen als Bonus. Oh, daran kann ich mich nicht mehr erinnern. So. Bowser schmiedet ständig finstere Pläne, um euch zu behindern. Er wird behindert machen. Oh nein, das darf nicht sein. Seid auf der Hut, wenn ihr ihn trefft. Er will euch nur aufs Kreuz legen. Naja, solange er uns nicht flachlegen will, dann ist ja nur halt super. Na egal, so bewegt ihr euch über das Spielbrett. Über die Spielbretter und damit Sterne. Mann, meine Lesekompetenz ist mal wieder heute richtig im Arsch. Und es sind draußen minus 6 Grad, wer hätte das erwartet? Und Regen. Na egal. Nach der festgelegten Anzahl Spielzüge endet das Spiel. Danach werden die Gewinner von 3 Preisen bekannt gegeben. Der Spielstern wird für die meisten in Minispielen gesammelten Münzen verliehen. Der Münzstern wird dem Spieler verliehen, der die meisten Münzen gesammelt hat. Also insgesamt. Der Ergebnisstern geht an diejenigen. Ereignisstern, so. Geht an diejenigen, der die meisten Fragezeichenfelder betreten hat. Die Anzahl, die diese Auszeichnung erhalten. Die Spieler, die diese Auszeichnungen erhalten, bekommen je einen Stern. Zum Schluss werden die Endergebnisse verkündet. Die Anzahl der Sterne bestimmt die Platzverteilung. Der Spieler mit den meisten Sternen ist der Gewinner, der Superheld des Spiels. Bei Gleichstand gewinnt der Spieler, der zusätzlich die größte Menge der Münzen besitzt. Die eingesammelten Münzen werden bei der Toad City Bank eingezahlt. Ihr könnt mit diesen Münzen in Toad City einkaufen gehen. Eure Sterne kommen ebenfalls auf die Toad City Bank. Es passiert etwas Besonderes, je mehr Sterne man dort einsammelt. Man sammelt sie ein. Das waren meine Erklärungen zum Spiel. Ein Glück! Viel Spaß auf dem Weg zum Superhelden. Okay. Es ist geschafft. Ich cutte hier erstmal eine Runde. Muss mich erholen. Und ich hoffe, der Part hat euch gefallen, auch wenn es nur Tutorial war. Und schaltet das nächste Mal ein, wenn ihr mehr von Super Mario. Warum sage ich das immer? Wenn ihr mehr von Mario Party 1 erfahren wollt, im ersten Teil der epischen Reihe. Okay, bis zum nächsten Mal.